Das ist jetzt bereits mein drittes Video diese Woche und ich muss wohl gleich vorausschicken, dass ich diese Kadenz auf keinen Fall aufrechterhalten werde. Es ist nun gerade einfach sehr viel passiert. Da möchte ich schon was dazu sagen. Ich habe auch auf mein erstes deutsches Video ein sehr gutes Feedback gekriegt. Das hat mich natürlich sehr gefreut und darum mache ich jetzt noch ein paar mehr. Heute möchte ich noch was anfügen, das ich in meinem letzten Video eigentlich schon ansprechen wollte. Ich habe es dann aber vergessen und das ist vielleicht auch gut so, weil die Videos sollen nicht zu lang werden und ich glaube, dieses Thema, das verdient wirklich seine eigene Aufmerksamkeit, sein eigenes Video und ich finde das also wirklich bedrückend und erschreckend, weil nämlich die deutsche Botschaft in China auf chinesischen Sozialmedien ein quasi Tweet, ne, das heißt Weibo, aber ist das gleiche wie Twitter mehr oder weniger, da einen Tweet rausgeschickt hat mit einer Person, die ein weißes Papier hält. Und ich finde das deshalb schockierend, weil das ja eindeutig eine ganz klare Solidarisierung ist mit einer Bewegung, keine Bewegung, aber die deutschen Angestellten an der Botschaft meinten wohl, es sei eine Bewegung, die Abschaffung des chinesischen Systems ja seinen Sturz der Regierung gefordert hatte und nicht einen Sturz der Regierung wie jetzt irgendwo in Europa, wo da die Regierung zurücktritt und dann kommt die andere Partei, die quasi das Gleiche weitermacht, sondern der Regierung im Sinne von das politische System soll gestürzt werden. Also stellt euch mal vor, wenn da zum Beispiel die saudische oder die katarische Botschaft in Deutschland sich mit islamistischen Protestierenden solidarisieren würde, welche die Einführung der Scharia und die Abschaffung des deutschen Grundgesetzes fordern würden. Oder eine chinesische oder eine nordkoreanische Botschaft sich solidarisiert mit kommunistischen Protestierenden in Deutschland, welche ebenfalls die Abschaffung des Grundgesetzes und die Einführung einer kommunistischen Landesordnung forderten. Das würde absolut nicht toleriert. Also das wäre ja ein Aufschrei und da gäbe es diplomatische Konsequenzen. Das ist absolut entgegen aller diplomatischen Standards und was man halt üblicherweise macht zwischen Ländern. Also die Solidarisierung mit Anti-Regierungsbewegungen in einem Land, das ist einfach nicht, was ein Botschafter zu tun hat. Der Botschafter, die Botschafterin, die haben ihr Land in einem anderen Land zu vertreten, durchaus auch die Interessen Deutschlands in China zu vertreten und den Chinesen durchaus auch mal sagen, was für Deutsche nicht akzeptabel ist, aber sicher nicht eine Bevölkerungsgruppe, eine kleine Minderheit in der Bevölkerung unterstützen in ihrem Versuch, das System und die Regierung zu ändern. Also ich bin da wirklich fassungslos, insbesondere weil Scholz, der deutsche Kanzler, ja gerade vor kurzem eine sehr gute Aktion startete, dass er nämlich als erster europäischer Head of State, also Staatschef, nach China ging, nachdem Xi Jinping ein drittes Mal als Generalsekretär der KP bestätigt wurde. Das fand ich insofern klug, weil Europa kann das ja nicht ändern. Europa hat weder die Autorität noch die Macht noch irgendeine Legitimität in China zu sagen, wer China regieren soll und wie. Drum fand ich das gut, dass Scholz da einfach sagt, ich gehe jetzt dahin, ich mache Business, weil unsere Industrie, unsere Wirtschaft das braucht. Es war sicher im Interesse der deutschen Arbeiter und der deutschen Wirtschaft und es schadet keinem Chinesen. Also ganz ehrlich, keinem Chinesen wäre geholfen, wenn deutsche Firmen jetzt in China kein Business mehr machen. Nun, da ist Scholz hingereist, hat da wirklich auch gute Gespräche geführt, hat große Deals gemacht. Da können wir gerne auch darüber diskutieren, was das wirtschaftlich gebracht hat für Deutschland und ob das ethisch vertretbar ist. Kann man ja alles diskutieren, aber wenn der Staatschef da hinreist und danach kurz darauf die Botschaft so etwas tut, da muss man sich auch fragen, was ist da los in der deutschen Regierung? Denn wir wissen ja, die Botschaften, die unterstehen dem Außenministerium, die Außenministerin Annalena Baerbock, die ist krass anti-China und
krass pro USA, also bis hin wo, zu einem Punkt, wo man sich fragen muss, wie weit wäre sie bereit, Deutschland zu schädigen, um den USA zu helfen. Da gibt es ja auch so Zitate, wie sie früher in jüngeren Jahren noch nicht als Außenministerin gesagt hat, dass sie Deutschland so nicht haben will. Und also das dünkt mich, das ist eigentlich schon fast Sabotage. Die macht das nämlich sicher nicht im Auftrag von Scholz. Die geht da auch ganz klar gegen den Willen eines Kanzler Scholz, der ja mit China gute Beziehungen will, der auch ein unter noch Angela Merkel ausgehandeltes Abkommen an einem Hamburger Hafen, wo halt eine chinesische Firma eine Minderheitsbeteiligung an einer Logistikfirma auf einem Terminal kaufen sollte und jetzt das auch gemacht hat, da hat ja auch wieder Annalena Baerbock gesagt, dass die Chinesen bei sich niemals zulassen würden, dass eine ausländische Firma einen chinesischen Hafen kauft, dumm nur, dass tatsächlich die dänische Logistikfirma Maersk in China Beteiligungen hat an Häfen, die weit über 50% rausgehen, also viel größer als die 30%, die in Hamburg diskutiert waren, oder 35%. Das wurde jetzt reduziert auf nur 25%. Aber nochmal, das war ja nicht an der Hafeninfrastruktur, sondern nur an der Logistikfirma, die einen Terminal des Hafens betreibt und nicht alle Terminals. Also das war jetzt keineswegs eine weltbewegende Beteiligung, die da in Hamburg stattfand. Und wie gesagt, eine Außenministerin Baerbock, die da einfach Falschaussagen macht, wo man sagen muss, als Ministerin in einer Landesregierung, also in einer nationalen Regierung, da muss man schon die Fakten überprüfen, bevor man so Dinge in die Welt setzt. Das ist einfach faktisch falsch, dass China solche Beteiligungen an Logistikfirmen von Hafenterminals nicht zulässt von ausländischen Firmen. Gut, die Chinesen, also einige Chinesen haben mit viel Humor reagiert. Die haben nämlich dieses weiße Papier in diesem deutschen Botschaftstweet genutzt und alle möglichen teils lustigen, teils vulgären, teils einfach auch so ein bisschen ja, Rache Texte draufgeschrieben. Und ich habe da jetzt auf der Seite ein paar einfach reingepostet, die beschreibe ich hier jetzt nicht weiter, aber es zeigt halt einfach, wie viel auch das mit Zynismus aufgenommen wurde von Chinesen. Und das ist, sage ich mal, die gute Botschaft. Ich habe auch nichts gehört, dass jetzt China sich da offiziell beschwert hat. Das finde ich eigentlich fast schon erstaunlich. Da hätte jetzt China doch mal tatsächlich einen Grund, sich diplomatisch offiziell zu beschweren. Also das macht man nicht, sich in innere Angelegenheiten einzumischen im Sinne von einem Protest, der das System stürzen will, als ausländische Vertretung, weil man muss wissen, die Abschaffung der Verfassung, die Abschaffung des Grundgesetzes, das steht in den meisten Ländern der Welt unter Strafe. Das steht ja auch in Deutschland unter Strafe. Und da wird man also vom Bundesnachrichtendienst dann auch überwacht, wenn man unter Verdacht steht, das Grundgesetz abschaffen zu wollen. Und wenn dann ausländische Vertreter, die halt diplomatische Immunität besitzen, diese Immunität missbrauchen, um genau solche Abschaffung der Verfassung zu fordern, ja, dann ist das natürlich ein klarer Bruch des diplomatischen Verhaltens, das erwartet wird. Kommt jetzt noch was dazu? Ich möchte noch zwei Dinge erwähnen, einfach zum Thema Doppelmoral. Einerseits ein Artikel von Forbes und andererseits dieses Video hier. In terms of ensuring that Twitter does not become a vector for misinformation. I mean, are you concerned about the, you know, Elon Musk says there's more and more subscribers coming online. Are you concerned about that? And what tools do you have? Who is it at the White House that is really keeping track of this? So, look, this is something that we're certainly keeping an eye on. And look, we have always been very clear, and that when it comes to social media platforms, it is their responsibility to make sure that when it comes to misinformation, when it comes to the hate that we're seeing, that they take action, that they continue to take action. Again,
we're all keeping a close eye on this. We're all monitoring what's currently occurring. The White House is keeping a close eye and monitoring people speaking freely on Twitter. Das Video, das ist von diesem amerikanischen Comedian und auch politischen Kommentator Jimmy Dore, der hier ein Video kommentiert, wo halt gezeigt wird, wie amerikanische Regierungsvertreter und Medien gemeinsam sich alle einig sind, dass Twitter auf keinen Fall jetzt unzensiert werden dürfe, wie gefährlich das sei, wenn Elon Musk da tatsächlich die Zensur aufheben würde und US-Geheimdienste da nicht mehr die Macht hätten, feindliche Informationen, die nennen das Missinformation, also feindliche Informationen aus Russland oder China auf Twitter zu blockieren. Und ja, das zeigt mir einfach diese Doppelmoral, dass man von den Chinesen eigentlich immer, oder dass man die Chinesen da immer kritisiert dafür, dass sie ausländische Informationen zensieren, dass sie halt westliche Medien nicht zulassen. Und dann aber, wenn jetzt die Möglichkeit entstünde, dass wirklich ein Mainstream-Social Media in den USA aufhört, in Zusammenarbeit mit den US-Geheimdiensten zu zensieren. Da sind die US-Politiker und Medien allesamt jetzt total in Panik, dass da jetzt plötzlich Informationen auftauchen könnten, die das amerikanische Volk offenbar nicht sehen sollte. Man dachte doch immer, die Amerikaner, die seien klug genug, die seien informiert, die hätten Freiheit und drum, Freiheit, Demokratie, na, und drum solle man dann alles zeigen dürfen, die könnten dann selber entscheiden, was echt ist und was nicht. Offenbar ist das auch nicht so einfach in den USA und ich finde das eigentlich irgendwo schön, dass man das jetzt auch langsam immer deutlicher sieht. Ich finde es hässlich, dass es diese Doppelmoral gibt, die Chinesen für Zensur zu kritisieren, während man intern eine versteckte geheime Zensur ebenfalls betreibt. Dann, wie erwähnt, noch ein Artikel von Forbes, der macht jetzt ein konkretes Beispiel und zwar bezüglich TikTok. Ich habe bei TikTok gearbeitet, das möchte ich ja auch ganz klar sagen. Ich habe davor, bis vor einem Jahr war ich bei TikTok angestellt. Die haben ganz stark lokalisiert, das heißt, der CEO der TikTok, also des Produkts TikTok, das ist eine Amerikanerin. Die meisten Angestellten, die für TikTok USA zuständig sind, sind in Amerika. Das gehört zwar immer noch der chinesischen Firma ByteDance, aber also die Einmischung ins operative Geschäft, die ist ziemlich minimal. Auf strategischer Ebene natürlich, da sprechen natürlich auch die amerikanischen Chefs von TikTok dann mit der Mutterfirma ByteDance, das ist natürlich der Fall. Was Forbes da aber sagt, ist, oh, wie grauenhaft, da gibt es ein chinesisches Medium, sie nennen das dann Staatsmedium und betonen, dass das ein ausländischer Agent ist, auch lustig. Staatsmedien von anderen Staaten in den USA müssen sich nämlich als ausländische Agenten registrieren. Und wer so vor ein paar Jahren schon politisch gebildet war, der erinnert sich vielleicht, als Russland ein ähnliches Gesetz einführte, vor geschätzt etwa 8 Jahren, da ging ein Riesenaufschrei durch westliche Medien, dass Russland jetzt die westlichen Medien einschränken wolle und denen so ein bösartiges Label ausländischer Agent anhängen wolle. Und naja, die USA, die machen das schon längst. Also das ist dort ganz normal. Und Forbes beschreibt dann auch das chinesische Staatsfernsehen CCTV als ausländischen Agenten. Und obwohl auf diesem TikTok-Account CCTV auch deklariert, dass es von CCTV ein Account ist, sagen sie ja, das reicht nicht. Leute könnten ja missverstehen, was CCTV bedeutet. Also, naja. Und jetzt kritisieren sie da, dass da ein Account auf TikTok von CCTV Videos zu politischen Inhalten in den USA und Australien posten. Also, dass die zum Beispiel sagen, die Demokraten vertreten uns nicht richtig und was und wo. Erstens, das ist mal noch keine Botschaft, das sind einfach Medien. Und zweitens, ja, wann hat eine BBC oder eine Deutsche Welle oder irgendwelche westlichen Medien jemals gemeint, sie dürften sich nicht zu politischen Themen in anderen Ländern äußern?
Na, die stellen sich dann immer auf den Punkt, ja, wir berichten das ja nur. Und auch diese TikTok-Accounts, das sind ja keine chinesischen Kommentatoren, die da irgendwie eine Meinung vertreten. Das sind ja einfach Videos, die irgendwo in den USA, in Australien aufgetaucht sind, welche dann über diesen CCTV-Account weitergeleitet werden. Das ist genau diese Art von Information, die westliche Medien selbstverständlich in allen Ländern der Welt für sich beanspruchen, tun zu dürfen. Warum sollte CCTV das dann nicht dürfen? Und wenn jetzt jemand sagt, ja, CCTV ist eben Staatsfernsehen und BBC, CNN, die sind nicht staatlich, das sind freie Medien, da möchte ich einfach sagen, ohne jetzt auf Details einzugehen, was auch BBC übrigens international so macht, auch amerikanische Staatssender, die wirklich explizit amerikanische Ziele im Ausland vertreten sollen, wie Radio Free Asia oder auch die Deutsche Welle, die dem deutschen Staat gehört, die machen das auch. Die mischen sich auch in andere Länder ein, im Sinne von, die berichten über verschiedene Sichtweisen in der Bevölkerung, wie eben jetzt auch über diese Proteste, und zwar überhaupt nicht neutral. Also die Proteste in China, da haben sämtliche westlichen Medien sehr, sehr stark Stellung bezogen, dass sie diese Proteste unterstützen und dass sie da offensichtlich einen Sturz der chinesischen Regierung sich wünschen und einen Zusammenbruch des chinesischen Systems sich wünschen. Und nochmal, also wenn das ein CCTV in Deutschland oder in den USA machen würde, da wäre also Feuer unterm Dach. Jetzt zum Schluss nochmal kurz, wenn ihr vielleicht noch nicht überzeugt seid, dass diese Anti-Regierungsproteste in China ganz, ganz klein waren, da habe ich hier nämlich eine schöne Übersicht gefunden, die da anzeigt, die ganz vielen Proteste quer durchs Land. Und da schaut euch mal die Legende an, da steht nämlich Proteste über 50 Leute, von 10 bis 50 Leute und unter 10 Leuten. Also stellt euch mal vor, wenn jetzt irgendwo in den USA 10 Leute zusammenkommen und ein Schild hochhalten, würden deutsche Medien das jemals berichten? Warum auch, ne? Und jetzt kann man sagen, ja, über 50, das können ja auch 10.000 Protestierende sein, ne? Aber jede Wette, wenn es da mehrere Proteste mit 1.000 und dann vielleicht noch 2, 3 mit über 10.000 Leuten gegeben hätte, dann hätte man ja die Kategorien so gesetzt. Dann hätte man ja nicht gesagt, ja, 5 Leute oder 10 Leute, 10 bis 50 und dann über 50. Was für eine lächerliche Kategorie. Das zeigt, wie winzig diese Proteste waren. Und das in einem Land, das ja viel größer ist als irgendein Land in Europa. Es hat mehr Leute in China als in Europa und den USA kommen zusammen. Also zusammen USA und Europa haben immer noch deutlich weniger Leute als China allein. Kommt dazu, dass China Städte hat mit einer Bevölkerungsdichte, wo es ja dann auch viel einfacher ist, große Mengen an Leuten zusammenzubringen, weil man ja schon nur, wenn ich da in meinen Compound schaue, also ich kann jetzt da kurz rausfilmen, da habe ich die Wohnblocks gegenüber, wenn nur schon da alle Leute runterkommen und zusammen auf die Straße gehen, da ist man schnell mal bei 1.000 Leuten, ne? Und wenn man jetzt da eine Kategorie 5 bis 50 oder 10 bis 50 hat, dann zeigt das, wie irrelevant diese Proteste waren. Und bitte stellt euch vor, wir hätten einen Protest von 50, von mir aus auch von 1.000 Leuten, schon nur in Frankreich oder in Holland. Würden deutsche Medien das berichten? Als Vergleich hier noch ein paar üble Bilder, also wirklich Polizei schlägt da mit dem Ellenbogen auf den Hinterkopf eines, das ist von mir aus kein Protestierender, das muss wohl von einem Fußballmatch irgendwo sein. Da schreit doch kein Hahn danach. Glaubt ihr, das sei in den USA berichtet worden? Klar, da kann man jetzt sagen, ja, das war ja bestimmt, diese Hooligans haben die Gewalt selber gestartet, die Polizei hat dann nur reagiert. Aber jetzt erklärt mir mal, wenn in Shanghai zum Beispiel von so 50 Protestierenden ein paar die Polizei halt gewalttätig angreifen und die Polizei dann so zurückschlagen würde. Ja, glaubt ihr, das würde im Detail erklärt in westlichen Medien? Ich bin überzeugt, da würde man nur den Ausschnitt zeigen, wo die Polizei auf den Demonstrierenden einschlägt und sagen, seht, wie brutal und grausam die chinesische Polizei ist. Also
da bin ich vielleicht auch zynisch genug, da habe ich einfach auch schon viel gesehen von Hongkong, wo man halt in westlichen Medien Filmausschnitte sah von der angeblich brutalen Polizei in Hongkong. Und dann tauchten im Internet irgendwo die Gesamtvideos auf, wo man auch sieht, was davor passiert war, wie halt Protestierende zu fünft auf einen am Boden liegenden Polizisten einschlugen mit Eisenstangen und Hammer und allen möglichen üblen Waffen. Ja, wo man dann sagen muss, ja klar, muss dann der Polizist, der neben seinem Kollegen steht, halt vielleicht auch die Waffe zücken, um diesen Angriff zu beenden, damit sein Kollege halt nicht ums Leben kommt. Und da, also wenn jetzt diese Fußballproteste, wenn da, das waren ja mindestens 50 Leute, ne? Also das wäre jetzt laut CNN so einer der großen Proteste gewesen auf dieser Karte. Und wenn es dann zu so Ausschreitungen kommt, dann hätte es geheißen, ja seht nur die grausame, brutale chinesische Polizei. Also ganz einfach, passt auf mit westlicher Berichterstattung. Die behaupten immer freie Medien und darum sei es irgendwie echter und wahrer, als was chinesische Medien berichten oder halt auch Leute wie ich, die live vor Ort sind. Ich finde, ich hoffe mal, ich gebe euch genug Originalquellen, damit ihr selber halt auch recherchieren kommt. Glaubt mir nicht, also ich will nicht sagen, glaubt mir das, ich will sagen, recherchiert selber und seid kritisch. Das ist eigentlich die ganze Botschaft. Danke fürs Zuschauen und bitte leitet das Video allen Freunden weiter, wo ihr denkt, die könnte das interessieren.